Hallo, willkommen bei Klaus Grill, Feines Grillen Barbecue. Freunde, heute geht's hier um Grillwurstsalat. Eine sehr, 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 sehr coole Geschichte, die ich euch dringend empfehlen kann nachzumachen. Und wie man die macht, zeige ich euch jetzt in diesem Video, also in den nächsten Minuten, die Folgen. Viel Spaß dabei. Einfach schnell und lecker Grillwurstsalat. Hört sich einfach schnell und lecker an. Ist es auch. Und zwar brauchen wir ein paar Sachen. Schau mal hier. Wir haben hier insgesamt 500 Gramm Wurst. Also ich habe jetzt Wiener, ich habe jetzt Wollwurst. Dann habe ich hier so Frankfurter Rindswürstchen. Ihr könnt aber als Schöne dran auch die Würste nehmen, auf die ihr gerade Bock habt oder die ihr gerade da habt. Dann habe ich hier 6 so eine mittelgroßen Gewürzgurken und 10 Esslöffel von dem Gurkenwasser. Die sind schon klein geschnitten, klar. Dann habe ich hier nochmal einen halben Teelöffel Salz und einen halben Teelöffel Pfeffer. Das ist ein großer Esslöffel brauner Zucker. Dann habe ich hier 3 Esslöffel, das ist Essig, und zwar so Weißweinessig, und 6 Esslöffel Olivenöl. Hier ist eine große Metzgerzwiebel, die ist einfach bloß so in so, ja, so schöne essbare Streifen, so halbe, wie sagt meine Frau immer, halbe? Ja? Halbe Ringe. Halbe Ringe, genau, halbe Ringe geschnitten. Und dann habe ich hier noch einen Schneebesen, 2 Löffel, eine große Schüssel und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Als erste Anzahlung gehen hier unsere Würstchen auf den Grill. Den habe ich jetzt nicht so sonderlich hoch erhitzt, sondern nur so ja, mittlere Stufe. Also wir wollen hier kein riesen Feuerwerk machen, sondern nur die Wurst, dass die außen drin so ein bisschen anknuspern. Also da kriege ich die von jeder Seite so 3 Minuten an, also dass die mal schöne, dass sie eine schöne Bräunung kriegen. Hier vorne die Wiener werden wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Die packe ich dann nach oben, aber relativ einfach zu machen. Also jeden, der eine Wurst machen kann, der kann auch diesen Wurstsalat hinbekommen. Da habe ich jetzt hier Gurkenwasser schon mal drin. Tue unseren Salz, Pfeffer dazu. Den Zucker, wenn er hier raus will. Ja, er will. Unseren Essig und unser Olivenöl. Und das Ganze wird jetzt immer mit dem Schneebesen bloß immer schön vermischt. So sieht das jetzt aus. Der geneigte Sternekoch würde sagen, das ist eine Gurkenwasser-Vinaigrette. Ich sagte, das ist eine Soße oder eine Salatsoße. Hauptsache schmeckt. Ja, jetzt habe ich die immer umgedreht. Also, wir kriegen schon langsam Streifen. Also, aber die sollten noch ein bisschen brauner, können die von mir aus ruhig noch werden, weil es ist ja kein Wurstsalat, sondern ein Grillwurstsalat und da kann ruhig ein bisschen Röstaroma mit dran sein. Temperatur ist jetzt ungefähr einfach nur halbe Kraft. Das reicht vollkommen aus. Wenn man jetzt wollte, könnte man die Zwiebeln jetzt schon zutun, dann hätte man die richtig weich. Ich persönlich mag sie ein bisschen knackiger, deshalb mache ich sie erst zum Schluss ran. Also je nachdem, wie ihr die Zwiebeln mögt, mögt ihr sie weich, tut ihr sie jetzt schon rein. Mögt ihr sie knackig, macht ihr sie erst zum Schluss mit rein. Die Spannung steigt, ihr wollt sehen, wie gegrillte Würste aussehen. Ja, wahrscheinlich kennt ihr den Anblick von den gegrillten Würsten, so sehen die aus. Die Rindswürstchen, die sind ein bisschen geplatzt. Das macht nichts und wir nehmen die jetzt alle runter. Die nächste Maßnahme ist fürchterlich kompliziert und zwar, wir müssen die abkühlen lassen. Unsere Würstchen sind jetzt abgekühlt und jetzt schneiden wir die in schöne dünne Streifen, also so ungefähr so. Streifen, die Scheiben, ne? Ja. Scheiben trifft es besser. Mhm. Das macht sich natürlich über diese Wollwürste, die keine Haut dran haben, ein bisschen besser. Aber die anderen kriegt man einzeln ausgeschnitten. Muss nur besser richtig scharf sein. So als kleiner Trick. Das Schwierigste ist in der Tat, nichts davon zu naschen. Egal. Mit noch vollem Mund vom Naschen fügen wir jetzt alle zusammen. Also sprich die Würstchen. Ja, nichts verschwenden. Dann unsere Gürkchen oben drüber. Ja, da sind sie. Und natürlich zum Schluss unsere lieben Freunde die Zwiebeln. Und vermischen das jetzt alles miteinander. Also beim Vermischen immer schön von unten nach oben, dass die Marinade schön sich überall, nicht Marinade, dass sich die Soße schön an die Zwiebeln, dem Wurst und den Gurken und dass sich das alles schön verteilen kann. Da würde ich jetzt ruhig nur 1-2 Minuten mal wirklich mit Geduld durchrühren. Aber das ist absolut machbar. Und fertig sind wir im Prinzip. Ich finde das sensationell. Ist relativ einfach zu machen, aber jetzt kann ich viel erzählen. Ich glaube, das muss ja eher noch kosten. Und wenn wir hier schon so schön in dieser Runde zusammen sind. Na komm, ein bisschen Zwiebel. Ist ein bisschen Zwiebel. Da ist viel Zwiebel drin und ich mag auch viel Zwiebel. Oha. So. Halt hier, bleibt ab in meinen Mund mit euch. Da. Zum Wohl. Hm.
Fazit? Ja. Ja? Ja. Warum nicht? Also Fazit ist warum nicht, nicht warum kein Fazit. Lecker. Kannst du echt machen. Also schön Zwiebel, das Dressing sensationell. Wurst drin, die schön angegrillt ist. Schmeckt man auch, dass das Grillwurst ist. Also mal eine schöne Sache, wenn man mal einen leckeren Salat machen will. Ein klassischer Salat ist in dem Sinne nicht. Also jedenfalls nicht so Salat zum Blattsalat, sondern ja, schön was zum Grillen auch mal passt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Natürlich ein Abo kann man durchaus hier irgendwo auf der Seite lassen, oben oder unten. Das ist ein Abonnieren-Knopf für den, der es noch nicht getan hat. Oder natürlich den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar. Ansonsten schaut euch ruhig die anderen Videos an oder erzählt Freunden und Bekannten, dass es bei Klaus Grill immer irgendwas Verrücktes gibt. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grill, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut.